Artikelnummer SCP-020. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Proben von SCP-020 werden in einer Reihe von versiegelten Kultivierungskammern in einem versiegelten Eindämmungsraum der biologischen Forschungszone 12 gelagert, welcher nur über eine Luftschleuse zugänglich ist. Nährstoffe werden über ein automatisches System mit Hilfe von Robotern verabreicht, da die Kultivierungskammern zu jeder Zeit versiegelt bleiben müssen. Hermetisch versiegelte Videoüberwachungskameras sind im Eindämmungsraum zu installieren und müssen täglich auf ihre Unversehrtheit überprüft werden. Personen, die den Eindämmungsraum betreten, müssen Biosicherheitsausrüstung der Stufe 5 tragen, einschließlich eines Kreislauf-Atemgeräts. Beim Verlassen des Raums müssen sie sich einer vollständigen Pilzdesinfektion unterziehen. Beschreibung: Bei SCP-020 handelt es sich um einen schnell ausbreitenden Pilzorganismus, der in der Lage ist, die Sinne und das Verhalten von Lebewesen einschließlich Menschen zu beeinflussen. Proben von SCP-020 weisen einen unbekannten Effekt auf, der sie für die direkte Beobachtung auch unter dem Mikroskop effektiv unsichtbar macht. SCP-020 ist für Menschen nur durch Fotografien oder Videomaterial sichtbar. Sobald SCP-020 eine Kolonie gebildet hat, in der Regel innerhalb eines menschlichen Wohnsitzes, produziert es Sporen, die das Verhalten der Menschen um es herum beeinflussen. Betroffene Personen erhöhen die Wärme und Feuchtigkeit in ihren Häusern, um eine Umgebung zu schaffen, die besser für das Wachstum von SCP-020 geeignet ist. Betroffene Personen werden weiterhin in vielen Fällen auch geselliger und laden oft Bekannte zu sich nach Hause ein, um den Organismus so weiter zu verbreiten. Da die Sporen- und Schimmelpilzkolonien für die betroffenen Personen unsichtbar sind, kann der Schimmelpilz manchmal sogar direkt an lebenden Personen wachsen. Während sich die Anzahl der Sporen und die Größe der Kolonien innerhalb eines Hauses der kritischen Menge annähern, verschlechtert sich die Gesundheit der betroffenen menschlichen Subjekte zunehmend bis hin zum Tod. Eine Verbreitung des Schimmels in dieser Phase kann durch eintreffende Notfallhelfer und Gesundheitspersonal sowie den Transport der Leichen in die örtlichen Leichenhallen verursacht werden. Redigiert. Entdeckt, wo ein verdeckter SCP-Agent dramatische Persönlichkeitsveränderungen im Personal des örtlichen Krankenhauses feststellte. Bei der Untersuchung durch die Eindämmungstruppe wurde festgestellt, dass fast Zivilisten infiziert waren, ebenso wie ein Großteil der Stadt. Die Zivilbevölkerung wurde terminiert und die Stadt unter einem Deckmantel eines lokalen Waldbrandes eingeäschert. Bis heute wurden über 12 Ausbrüche von SCP-020 gemeldet. Derzeit laufen Untersuchungen, um die Ursache dieser Ausbrüche und mögliche Präventivmaßnahmen zu ermitteln. Anhang 020-01. Auszüge aus den Audio-Video-Aufzeichnungen vom mobilen Einsatzkommando ETA 10. Nichts Böses sehen. Während der anfänglichen Eindämmung von SCP-020 in Redigiert. Team 2, auf dem Weg zum Roten Haus. Verstanden, UAV 1 empfängt eine Wärmesignatur. Team 2, an unserer Stelle, bereit für TFDC. Zu diesem Zeitpunkt erschien eine Zivilistin in der Türöffnung und hielt ein Küchenmesser in der Hand. Die Videoaufzeichnung zeigte, dass fast zwei Drittel ihres Gesichts von Schimmelpilzen bedeckt waren. Hallo, meine Herren. Möchten Sie uns eine Verschnaufpause einlegen? Auf den Boden, lassen Sie die Waffe fallen! Bleiben Sie stehen, wo Sie sind, lassen Sie die Waffe fallen. Wir wollen nur ein paar Kiste haben. Bitte, kommen Sie rein. Waffe fallen lassen. Es wird angenommen, dass die infizierte Zivilistin zu diesem Zeitpunkt T2-4 mit einer entzündeten Brandwaffe bemerkte und mit dem Messer auf die Teammitglieder losstürzte. Feuer frei!